Herzlich willkommen zu Plenty Markets News im Mai 2023. Das heutige Paket mit Updates rund um die Entwicklung von Plenty Markets für euch umfasst in diesem Monat die Order UI. Es geht um die Umsetzung von eurem Feedback. Weiter geht's dann mit dem Document Builder. Da stehen wir kurz vor der offenen Beta. Das heißt, da könnt ihr Hand anlegen und dieses neue Modul, also Beleggenerierung in Plenty, ausprobieren. Danach haben wir News im Bereich Plenty Warehouse, denn dort gibt es jetzt eine Rechteverwaltung und generell auch zu den anderen Plenty Markets Apps. Da gibt es einige News, die haben wir heute für euch im Paket. Und dann machen wir weiter mit den Bereichen Updates zu den Modulen Item, also Artikelverwaltung, der Messenger und BI. Wird spannend. Dann geht es Richtung Shop. Im Bereich Shop gibt es News rund um das Google Analytics Plugin und auch zum Shop Booster haben wir einiges dabei. Nach dem Intro starten wir los. Ja, dann lasst uns anfangen. Arje, du bist heute der Erste in der Runde. Was gibt's Neues im Bereich der Order UI? Ja, Jan, vielen Dank. Die Order UI, wir sind da in den letzten Zügen vor dem richtigen Livegang in allen Systemen. Es finden jetzt noch Umsetzungen des Feedbacks statt aus dem Forum und aus den öffentlichen Reviews. Vielen Dank erstmal dafür an die ganzen Leute, die da fleißig melden, sowohl Bugs, aber auch Themen, die noch nötig sind für den finalen Livegang. Aber auch darüber hinaus werden wir natürlich noch Themen umsetzen. Das heißt, mit dem Livegang ist das Thema nicht abgeschlossen, sondern dann geht es natürlich weiter. Also wir haben dann quasi den Stand, den wir brauchen, um wirklich dann neue Dinge reinzubringen. Trotz der Kompaktansicht, die es jetzt gibt, wird es also da noch darüber hinaus viele neue Dinge auch in Zukunft geben. Beim Document Builder, das ist das zweite schöne große Thema, das ist halt wirklich sehr interessant, ist, dass wir soweit sind, dass wir in die offene Beta gehen können. Auch da ist fleißig getestet worden in der Vergangenheit. Anfang Juni wird es soweit sein. Es gibt dazu eine Ankündigung im Forum. Und das Schöne dabei ist, wer unseren Livestream verfolgt hat in der Keynote, wird es schon mal gehört haben. Aber hier nochmal kurz in der Wiederholung. Es wird halt in Zukunft möglich sein, Dokumente abhängig von Herkunft zum Beispiel zu erstellen. Das ist ein Feature, was schon lange sich gewünscht wird von vielen Kunden, Kundinnen und Kunden. Und auch das Generieren von X-Rechnungen wird endlich möglich sein. Also auch da die Möglichkeit, mit Behörden zu arbeiten oder auch in einigen europäischen Ländern, wo das mittlerweile Voraussetzung ist für den Handel. Das wird möglich sein. Also von da, wir sind da sehr gespannt auf das Feedback von euch. Viel Spaß beim Testen und genau, ja, also wir freuen uns auf das, was von euch kommt da. Das war's. Super, vielen Dank, Arje. Da würde ich sagen, es geht weiter mit Plenty Warehouse. Thorsten, du hast ein Paket an Updates für uns. Was ja, ein ganzes Paket. Ich habe aber auch einmal geschwänzt, deswegen ist es jetzt so viel. Also das wichtigste Thema hat Jan eben schon mal genannt. Wir hatten in der Vergangenheit bei Plenty Warehouse jetzt keine wirkliche Rechteüberprüfung in dem Sinn, dass wir steuern konnten, ob Features sichtbar sind oder nicht. Ne? Wir haben natürlich schon REST-API-Rechner überprüft. Aber das haben wir jetzt im Backend eingebracht. Das gibt es auch jetzt schon im Backend. Es hat aber aktuell noch keine Auswirkungen. Und zwar auch mit Absicht nicht, weil wir euch da nicht überrollen wollten. Wir wollten nicht, dass bei irgendwelchen Arbeitsplätzen dann von einem Tag auf den anderen auf einmal die Rechte fehlen, die Sichtbarkeiten fehlen. Deswegen machen wir das jetzt mehrstufig. Und zwar wird jetzt Mitte Mai gehen wir raus in die Kommunikation. Das heißt, wir holen euch ab über Status-E-Mails und so weiter, aber auch über Hinweise in der App, was ihr tun müsst, damit ihr dann bis Ende Juni alles erledigt habt, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Der Mehrwert ist natürlich da, ihr könnt es steuern. Ihr könnt steuern, wenn ihr jetzt zum Beispiel Inventurhilfen habt, dann sollen die nicht unbedingt einfach so eine Warenbestandskorrektur machen oder so. Ihr habt es dann ganz genau in der Hand und wir holen euch ab. Also ihr braucht da keine Angst haben, dass ihr irgendwie überrumpelt werdet. Des Weiteren haben wir auch noch nicht beim letzten Mal erwähnt, gab es seit der Version 1.0.10 jetzt auch die Sprachausgabe für den Wareneingang. Die waren wir noch schuldig, haben wir jetzt noch nachgeliefert. Kleines Update zum Wareneingangsprotokoll und ist auch eigentlich ein ganz schöner Bezug zu dem, was Aje eben gesagt hat. Denn dieses Wareneingangsprotokoll, was jetzt auch bald auf die Straße geht, haben wir jetzt auch schon angefertigt auf der Infrastrukturbasis des Document Builders. So dass ihr dann hinterher im Prinzip dieses Dokument auch noch anpassen könnt. Auch wenn es da jetzt noch nicht so viele Variablen gibt, aber wir haben ja jetzt gleich auf das richtige Pferd gesetzt.
wird auch demnächst released in den nächsten Wochen. Kleine Sache zu POS. Ihr kennt das vielleicht von den Belegen, dann habt ihr die Möglichkeit, im Backend zusätzlich noch weitere Informationen anzuzeigen, als extra Zeile auf dem Beleg zu jeder Position. Das gab es jetzt eigentlich in der Kassenansicht noch nicht. Da fügen wir aber jetzt noch Sachen hinzu. Das heißt, ihr könnt selber konfigurieren, ob ihr zusätzlich zu den allgemeinen Positionsinformationen jetzt noch die externe Varianten-ID sehen wollt, den EK, UVP und so weiter. Und ich glaube, das ist auch eine Kleinigkeit, die sehr viel helfen kann. Wurde auch häufiger nachgefragt, jetzt machen wir es mal, haben wir es mal in ein Projekt gepackt. Und vielleicht noch ein kleiner Spoiler so zu dem, was wir, womit wir uns konzeptionell befassen, gerade im Bereich Plenty Warehouse. Wir haben vor, noch eine weitere Kommissionierungsoption zu schaffen, nämlich die Einzelauftragskommissionierung. Und zwar insbesondere mit dem Fokus, Click und Collect noch besser abbilden zu können. Weil dann sammle ich ja nicht extra 1000 Aufträge und renne dann los, sondern da steht bei mir jemand im Laden und möchte was abholen. Und das soll er auch gerne, da mit der Plenty Warehouse App soll das unterstützt werden, dass man das auch gut findet im Lager. Das sind so Sachen und auch noch weitere Sachen für die Rollkommi, aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Ich denke, nächsten Monat hören wir alle noch ein bisschen mehr zu dem, was wir in den nächsten 6 Monaten machen wollen. Deswegen gar nicht so viel. Im Bereich Item ist es so, da haben wir das große Thema Inline-Table-Editing, habe ich ja schon mal erwähnt. Da geht es um die Bearbeitung von Varianteninformationen direkt in der Übersicht. Da hat man einen schönen Lauf gehabt, im Prinzip mit Usability-Tests, sind dann mit der Entwicklung gestartet und können die hoffentlich jetzt auch diesen Monat noch abschließen, sodass ihr direkt in der Übersicht editieren könnt, ohne eigentlich die Detailansicht zu öffnen von den Varianten. Da sind wir also kurz vor Schluss bereits released wurde, glaube momentan in Early, ist die Änderungshistorie direkt an der Variante beziehungsweise direkt am Artikel, so dass ihr die Informationen gefiltert habt auf eine einzelne Entität und nicht euch durchwühlen müsst tatsächlich, geht teilweise sogar runter bis aufs einzelne Panel. Als Beispiel haben wir jetzt hier erstmal die Verkaufspreise genommen. Also das ist richtig komfortabel und ist auch in den nächsten Wochen in Stable. Was schon in Stable sein dürfte, das ist jetzt die Möglichkeit, über eine Gruppenfunktion Eigenschaften zu setzen, was das Bearbeiten von vielen Varianten dann auch sehr viel komfortabler macht. Ebenso in Stable, wahrscheinlich auch noch im Verlauf des Mai, dürfte sein, dass ihr jetzt in der Item UI direkt kleine Preiskalkulationsfehler angezeigt bekommt. Es gibt so eine kleine Nachricht, wenn da irgendwas schief geht, habt das direkt alles in der UI. Da kommt auch noch einiges mehr. Aber ich möchte jetzt den Rahmen nicht sprengen, deswegen ganz kurz rüber zu CRM. Da ist es so, dass wir aktuell die ganzen Ereignisaktionen rund um den Messenger, also als Beispiel Mail kommt rein, automatisch soll ein Tag gesetzt werden, alle diese Sachen, komplett der Bereich Automatisierung, der ist jetzt in QA aktuell und wir erwarten auch, dass wir das im Laufe des Monats noch fertig bekommen und releasen können, weil das Gesamtziel ist ja perspektivisch, irgendwann das Ticketsystem auch komplett ablösen zu können. Und da beschäftigen wir uns natürlich auch mit der Migration und sämtlichen Aspekten. Und uns ist es an der Stelle ganz wichtig, wir wollen das halt auch, ja, wir wollen die alten Sachen erst dann wegnehmen, wenn die neuen Lösungen auch alles können, was die alten konnten, dass sich da auch keiner überrannt fühlt. Ansonsten haben wir ganz viel Feinschliffarbeiten aktuell, sowohl im Messenger als auch in der Contact-UI, machen wir viele kleine Sachen, die jetzt Stück für Stück released werden. Und perspektivisch werden wir auch diese ganze Sache Account Contact, also Firma und Kontakt, noch ein bisschen überarbeiten, weil da haben wir zwar einen ersten Schritt gemacht, aber da ist noch sehr viel Potenzial liegen geblieben. Also auch da dürft ihr euch drauf freuen, dass da noch ein bisschen was kommt in den nächsten Wochen. Abschließend nochmal zu BI. Beide Themen sind bereits in QA. Einmal geht es da um die Einheiten an Kacheln. Das war ein bisschen uneinheitlich in der Vergangenheit. Nicht jede Kachel hat gleich eine Einheit mitgebracht. In der Regel tun sie das jetzt, außer es sind kompliziertere Sachen, also arithmetische Ergebnisse, die da dargestellt werden. Ihr könnt aber, egal ob es da einen Vorschlag gibt oder nicht, ihr könnt eure eigenen Einheiten da reinschreiben. Ne? Dass es immer klar ist, dass es sich nicht um Kartoffeln handelt, wenn da 5 steht. Und ein anderes Thema ist, weil das noch offen war quasi als Bringschuld bezüglich des Dashboards, dass wir jetzt die Payment-Kennzahlen auch haben für das neue BI-Dashboard, wo so Sachen angezeigt werden wie unzugeordnete Zahlungen oder überhaupt die Zahlungseingänge, die Summe insgesamt. Das ist auch beides in QA, dürfte jetzt auch noch im Mai rauskommen. Und großes Paket. Ansonsten Changelog im Auge behalten und ich gebe weiter. Oder hast du Fragen, Jan?
Das ist ein super Paket an News gewesen. Vielen Dank dafür. Ich merke gerade, wir müssen dich auf jeden Fall regelmäßig da haben, bestenfalls jeden Monat. Nicht, dass die Liste an News zu lang wird. Aber beachtlich zu hören. Ich hoffe, ihr kriegt alles fertig. Danke für den Update. Lieber keine Fragen. Und wir hören mal, was Kolja zu Plenty Shop und Shop Booster zu berichten hat. Danke, Thorsten. Ja, vielen Dank, Jan. Mein erstes Thema bezieht sich auf auf das Google Analytics Plugin. Hier wird das Universal Analytics Plugin am 1. Juli deaktiviert und keine neuen Daten mehr generieren. Wir haben unser Plenty Markets eigenes Google Analytics Plugin in einer neuen Major-Version veröffentlicht. Diese Version ist mit den neuen Google Analytics V4 Properties kompatibel. Und aktuell empfehlen wir allen, die dieses Plugin vorher benutzt haben, unser Plugin abzudaten. Wie das Ganze geht und weitere Informationen haben wir dann hier in der Infobox. Ja, dann habe ich weiter noch was zum Shop Booster zu berichten, nach dem größeren Update vom letzten Monat. Hier haben wir weitere Parameter zum Shop Booster hinzugefügt. Durch diese Erweiterung kommen noch mehr Inhalte aus dem Cache, was dazu führt, dass einige Besucher Seiten schneller ausgegeben bekommen. Also generell etwas Gutes für die Performance des Shops. Ebenfalls haben wir unsere Invalidierungslogik optimiert, was dazu führt, dass Artikeländerungen nun schneller und zuverlässiger invalidiert werden. Ebenfalls etwas, was ja, eurem Shop gut tut und die ja, Kunden einfach ein besseres Erlebnis mit dem Shop haben. Ebenfalls arbeiten wir aktuell an der Modernisierung des Plenty Shop-relevanten Benutzeroberflächen. Und genau, hier arbeiten wir daran, das Ganze auf die aktuelle Technologie zu bringen. Und das wären auch soweit die Themen vom Plenty Shop. Vielen Dank, ja. Super, vielen Dank, Kolja. Wichtige News gerade, Optimierung bei Shop Booster, ganz relevant. Ja, vielen Dank erstmal in die Runde. Schöne Runde heute. Danke für die ganzen Updates. Ihr, liebe Zuhörer, habt es sicherlich gemerkt, punktuell haben wir jetzt ein bisschen mehr Informationen rausgelassen. Wir haben auch mal hier und da schon einen Blick in die Zukunft gewagt. Wir experimentieren also gerade mit diesem Format Plenty Markets News, sind jetzt ein gutes halbes Jahr am Start. Und wir haben anfangs versucht, super kurz zu sein. Okay, das erste Video war super lang, aber danach haben wir versucht, sehr kurz zu sein, so um die 10 Minuten. Jetzt steigern wir uns langsam und werden am Ende dieser Experimentierphase euch dann auch nochmal um Feedback bitten, damit wir einfach unser News-Video an euren Bedürfnissen bestenfalls optimal orientieren können, damit wir euch den Informationsgehalt rüberbringen. Natürlich werden wir uns auch die Statistik anschauen, bis wohin schaut ihr dieses Video, wann brecht ihr ab, wann ist es langweilig geworden, etc. Also, wir freuen uns auf das Feedback. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Habt eine gute Zeit, spätestens bis in einem Monat. Macht's gut.